Ein großer Unterschied zwischen Siedler 3 und Siedler 4 sind die Einheiten. Im Vorgänger gab es statt der Spezialeinheiten des vierten Teils die Speerkämpfer, die sich alle Völker teilten. Der Nachfolger entschied sich stattdessen, jedem Volk eine einzigartige Einheit mit einem besonderen Talent zu geben. Leider war das nicht wirklich erfolgreich. Sanitäter und Blasrohrschützen konnten ihren Zweck, sofern überhaupt erkennbar, nie richtig gut erfüllen. Axtkämpfer sind zwar gut in ihrem Job, leiden aber besonders, wenn der Bau von Türmen über Hausregeln eingegrenzt wird. Und Rucksackkatapultisten sind zwar eigentlich sehr stark, Bogenschützen sind aber ihre Achillesferse. Genau diese Bogenmeter zu brechen ist auch ein erklärtes Ziel meines Overhauls. Das ist vielleicht zu hoch gegriffen, da dieser Makel sehr tief in der Spielkonzeption verankert ist, aber Spezialeinheiten zumindest eine klare Nische zu geben und ihre sinnvolle Kombination zu ermöglichen, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Viele dieser Änderungen könnt ihr bereits seit längerer Zeit spielen, aber ich wollte die Alpha 3.0 erst veröffentlichen, wenn auch alles wirklich drin und halbwegs final ist. Und da gibt es ja noch den Hauptmann, der auch unter einigen Problemen leidet, die ich noch hoffte lösen zu können. Saboteure als Spezialisten standen zeitweise auch noch im Raum. Deshalb habe ich auch mit dem Video gewartet. Wer Ubo aber fleißig gespielt hat, für den wird das meiste hier nicht neu sein. Für alle anderen hier ein Überblick. Bei Rucksackkatapultisten bestand kein Handlungsbedarf. Sie hardcountern bereits alles, was kein Bogenschütze ist, wobei sie gegen Axtkämpfer und Blasrohrschützen nun eventuell etwas größere Verluste hinnehmen müssen als bisher. Sanitäter waren von der Grundidee her durchaus nützlich, machten ihren Job aber einfach nicht gut genug. Ihr Heilwert steigt von 3, 4 und 5 auf 8, 12 und 16, verdreifacht sich im Durchschnitt also. Auch ihr Grundschaden ist nun identisch mit dem ihrer Schwertkämpferkollegen, allerdings schlagen Sanitäter nur halb so schnell zu, weshalb ihr Schaden pro Sekunde auch nur halb so hoch ist. Zudem haben Sanitäter nun weniger Gesundheit, bis 100 bei einem Level 3er. Ein Level 3 Sanitäter ist im Kampf einem Level 1 Schwertkämpfer gerade so ebenbürtig. Diese Änderungen bedeuten auch, dass selbst Level 3 Sanitäter sofort vom Blitzzauber gegrillt werden, wenn sie nicht vom Schildzauber geschützt werden. Axtkämpfer haben prinzipiell auch keinen Änderungsbedarf, leiden aber sehr unter den Einschränkungen beim Bau von Türmen. Um ihnen auch im regulären Gefecht eine Nische zu geben, erhalten sie zusätzliche Gesundheit im Vergleich zum Schwertkämpfer. Da Axtkämpfer auch in zweiter Reihe kämpfen können, wie die Speerkämpfer in S3, können sie auch gut mit Schwertkämpfern gemischt werden. Allein spielen sie diese Stärke aber nur bei gutem Micromanagement aus, da sie bei der ersten Gelegenheit angreifen, statt so nah wie möglich ranzugehen und so ihre Kollegen helfen zu lassen. Blasrohrschützen wären auf verschiedene Arten nutzbar gewesen. Mein erster Gedanke war es tatsächlich, mit einer Kombination aus erhöhter Reichweite und Rüstung einen Counter zu Bogenschützen zu erschaffen. Das ist aber ohne tieferes Modding nicht möglich und so auch nicht testbar. Stattdessen wurde ihr Schaden deutlich erhöht. Ihre Pfeile treffen nun 50% härter als die eines gleichwertigen Bogenschützen. Das macht sie sehr stark gegen Nahkämpfer, aber auch gut mit Schwertkämpfern oder Bogenschützen kombinierbar. Hauptmänner sind leider nach aktuellem Stand nicht zu bergen. Ihr Moralboost ist leider irgendwo hardcoded. Das wäre nicht so schlimm, wenn die Art, wie er angewandt wird, nicht so buggy wäre, wobei ich hier immer noch hoffe, dass Settlers United einen Fix finden kann. Leider harmoniert der Hauptmann in seiner jetzigen Form auch absolut nicht mit Fernkämpfern. Am liebsten würde ich den Moralboost daher komplett von den Steuergruppen trennen wollen und ihm stattdessen eine Buff-Aura geben. Das würde Nahkämpfer indirekt subventionieren, da von ihnen grundsätzlich mehr in der Buff-Aura kämpfen würden. Bei Fernkämpfern könnte der Hauptmann in den hinteren Reihen bleiben, hier könnte sich durch die Positionierung eine schöne Abwägung ergeben. Wenn der Hauptmann weiter hinten steht, wird er nur wenige Truppen buffen, ist aber recht sicher. Steht er direkt hinter seinen Truppen, wird er mehr von ihnen buffen, ist aber auch leichter für Flächenschade oder feindliche Priester zu erreichen. Saboteure sind noch so ein Ding, das oft verboten oder streng reglementiert ist. Ich sehe ihre Einbindung aber als Voraussetzung, wenn man sich von Turmregeln entfernen will. Saboteure sind aber leider eine sehr komische Kiste. Theoretisch sind sie schon am absoluten Minimum in Sachen Schlagkraft, aber Gebäude gehen dort auch schneller kaputt, als die Zahlen es hergeben sollten. Ob das durch einen Bug oder eine Art Crit-Mechanik bedingt ist, kann ich noch nicht sagen. Saboteure ließen sich durchaus über höhere Gesundheit bei zivilen Gebäuden eingrenzen, aber vorher will ich erst wissen, was genau hier passiert. An den anderen Fronten gab es ebenfalls Änderungen, hier alle aufzulisten würde aber zu lange dauern, daher mal die wichtigsten. Der Schildzauber erwies sich als overpowered und wurde daher schon zweimal genervt, die anderen Kampfzauber der Römer dafür noch etwas gebufft. Jäger haben einen größeren Arbeitsbereich erhalten, wobei ich hier nicht so weit gegangen bin wie früher der Community-Patch. Ich stimme aber zu, dass Jäger keine Berufsgruppe sind, die fußfaul sein sollte. Der Mana-Aufbau der Trojaner wurde durch teurere Stein- und Schwefelminen etwas genervt. Im Gegenzug verlieren einige Nahrungsgebäude ihren Trojaner-Preisaufschlag und kosten dadurch weniger Stein. Die Wikinger erhalten günstigere Türme, die später noch den Gegenpart zu den teureren Türmen der Trojaner darstellen sollen. Trotzdem bleibt der effektive Baumaterialbedarf bei den kleinen Türmen, wenn diese abgerissen werden, zwischen allen vier Völkern identisch. Die Wikinger haben so nur etwas schnellere Bauzeiten und brauchen einen Träger weniger. Auf Hagi starten die Wikinger außerdem erstmal mit 5 zusätzlichen Brettern, um den Punkt, an dem sie die anderen Völker überflügeln können, etwas nach vorne zu verschieben. Das bricht zwar meine 85 Baumaterialregel, war aber von allen in Erwägung gezogenen Lösungen die einzige ohne potenziell unaufhaltsame Schneeballeffekte oder Auswirkungen auf andere Spielmodi. Ich hoffe aber, dass sich dieser Buff letztendlich als unnötig erweist, sobald die Spieler etwas mehr Routine mit den Wikingern haben und diese besser durchoptimiert sind. Die Römer wurden in dieser Hinsicht wieder auf ihre Vanilla-Werte gebracht. Ob sie das ausreichend bremsen wird, halte ich aber noch für fraglich.
Wir kommen vielleicht nicht drum herum, die Römer den Gürtel etwas enger schnallen zu lassen. Und dank einiger neu entdeckter Variablen konnte ich auch den Fruchtbarkeitszauber buffen. Alle Pflanzen im Umkreis von 30 Feldern, auf denen er wirken kann, werden nun instant erntereif. Wie viel das bringt, kann ich aber nicht abschätzen, da die Produktivität von Farmen eigentlich nur durch kürzere Eidelzeiten und Laufwege gesteigert werden kann. Vielleicht wachsen die Pflanzen S4 im Vergleich zum Vorgänger einfach zu schnell, als dass so ein Zauber eine Daseinsberechtigung haben könnte. Davon abgesehen kann ich mit Stolz verkünden, dass sich U-Boot zumindest im HGHG sowie Metzelbereich schnell als Standard etabliert hat und auch für HGLG als tauglich betrachtet wird, auch wenn er im letzteren Modus noch etwas umstritten ist. Das ist ermutigend zu sehen und weitaus besser, als die Mod in ihrem unfertigen Zustand ein Recht hätte zu sein. Ich kann diese Leistung aber nicht allein mir zuschreiben, denn Fotos Hilfe war in den letzten Monaten absolut kritisch. Er hat nicht nur wesentlich mehr Kontakt zur aktiven Spielerschaft und ein Gespür für die aktuell gespielten Taktiken, er hat mir auch mehr als einmal schlechte Ideen ausgeredet. Auch wenn es nie wirklich offiziell gemacht wurde, ist Ubo inzwischen fast schon mehr Fotos Projekt als mein eigenes. Ich hoffe, dass es uns noch gelingt, Türme, Saboteure und Kriegsmaschinen besser ins Spiel zu integrieren. Das werde ich aber nicht alleine können, also wundert euch nicht, wenn Ubo auf absehbare Zeit in der Alpha-Version 3 bleiben wird. Die Mod ist offiziell nicht Feature-Complete, aber wenn euch die fehlenden Features nicht interessieren, kommt ihr nicht näher an ein offizielles Release als das hier. Da die meisten Änderungen inzwischen auch ziemlich final sind, wurden auch die Tooltips endlich angepasst, sodass sie nun für Ubo korrekt sind. In diesem Sinne, viel Spaß beim Siedeln.